Erfahrung zu sammeln. Aua. Ich bin Eidevil, also. Ja? Blaue, ich bin kein Gold. Lieber als einziger, der den Blue Devil steuern muss. Es ist gar nicht so einfach, meine Damen und Herren, dann so einfach draufsetzen und die 100 Meter geradeaus fahren. So ist es nicht. Grüne Flagge ist da, ist geglückt. Und ein super Sound, aber schon bei der 30 Meter Marke kommt das aus für ihn. Ein super Sound haben die vier Chemie-Maschinen, aber sie konnten den Blue Devil hier nicht richtig in Fahrt bringen und schon das Aus bei seiner 30 Meter Marke. Jetzt sind wir mal auf die Beine gespannt, meine Damen und Herren, bitte mitschreiben. 26 Meter 33, Thomas Büsching, Blue Devil. Können wir mal aufnehmen? Ja, sauber. Seaside fährt zum ersten Mal in Oldendorf. Unser Gast aus den Niederlanden, Rex Kramer. Vier Ford-Motoren, 4x 470 PS. Ein Neubau. 2000 Wettkampf PS. Betrieben diese vier Ford-Motoren mit Alkohol. Eine Kauer, nicht eine, drei Kauer-Kupplung, drei Kauer, vier Plattenkupplung. Ein voller Getriebe, Bereifung 35x32. Ja, und schauen Sie sich den Traktor mal an. Hui, blendet das. Zum ersten Mal überhaupt in der Bundesrepublik zu sehen. Zum ersten Mal in Oldendorf, im Dorf der verrückten Rekorde, drücken wir Rex Kramer die Daumen. Seaside Affair, vier Ford-Motoren, 2000 PS. Hoher Gang, Alex, hoher Gang. Und Start nicht geglückt. Aber innerhalb der ersten 20 Meter darf er anhalten. Sein Betreuer winkt er ab, da stimmt irgendwas nicht. Einer der vier Motoren läuft nicht und den falschen Gang gewählt. Ja, meine Damen und Herren, schauen Sie sich das Kabelgefährt einmal an. Aus Holland, in Holland neu gebaut. Vom Rex Kramer und seinem Team, Seaside Affair, vier Ford-Motoren. Betrieben mit Alkohol, drei eingebaute Kupplungen, drei eingebaute Vierscheibenkupplungen, ein voller Getriebe, Bereifung 35x32 und jetzt vorbei mit dem Daniel Brückwitz. Und nächster Starter
paar Dank aus Holland. Ich nehme ihn mir gleich nochmal hier vor. Spirit of Ekstase. Ein Scania-Motor, ein Scania-Diesel. Mit 210 Original PS, aufgeladen mit drei Turboladern. Zu ca. 1000 Wettkampf PS. Getrieben mit Diesel, 5000 Umdrehungen. Eine Dreiplattenkupplung, Fullergetriebe. Und da kommt er schon. Spirit of Ekstase. Heute zum ersten Mal in Oldendorf. Und hier ist er nochmal. Seaside Affair und ein super Traktor hier. Mit einem tollen Traktorpuller, Rechtskramer. Pull, pull. Aber heute Nachmittag sehen wir ihn wieder. Beim zweiten Track und bei der Entscheidung. Wer gewinnt den großen Oldendorfer Holzenpokal? Der stärkste und schwerste Sport auf Rädern. Nächster Starter, Spirit of Ekstase. Ein Scania Diesel. 210 Original PS, aufgeladen mit drei Turboladern zu ca. 1000 Wettkampf PS. Das ist der Steckbrief. Toll im weißen Lack gehalten. Und wird er hier jetzt es schaffen, als erster Diesel hier auch einen Full-Pull mit hinzulegen? Kann er den Flugzeugmotoren Parodie bieten? Grünes Licht vom Laser. Grünes Licht vom Bremswagen und grünes Licht von unserem Schiedsrichter. Und jetzt wird der Scania Diesel aufgeladen mit den drei Turboladern. Jetzt bringen wir ihn in die Daumen. Auch er kommt vom Start nicht weg. Jawohl, lies denn dran. Ja, die Dieseltraktoren kommen ja heute in der kleinen Klasse, in der 3,4 Tonnen Klasse, einfach nicht vom Start weg. Auch unsere Freunde aus Holland haben da Riesenprobleme. Bis hier, und ich war jetzt. Aber er sagt, ich versuch's nochmal. Gibt's Ärger. Beiden Seiten. Warum? Ja. Können wir noch schon. Ja. Nächster Starter dann der Alligator. Genau die Höhe, ne? Na, wer leistet weg? Treckerteig, Lauf um den Oldendorfer Holzenpokal an. Start die Freiklasse, 3,4 Tonnen. Aber die haben Höchstschwierigkeiten da vorne. Sonst bleibt das Asphalt liegen. Ja, jetzt wird der Start nochmal eingeebnet. Darf ich dich von denen setzen? Nee. Und jetzt bringt der Spirit auf Ekstase. Ich meine, das ist immer gesehen. Bisschen die Daumen, dass er wegkommt vom Start. Das ist ein normales Leben gemacht. Ich wundere mich gar nicht, dass er da noch sitzen hat. Ja. Der stärkste und schwerste Sport auf Rädern. Zum sechsten Mal in Oldendorf im Dorf der Favoritenrekorde. Wow. Super Traktoren hier. Sollte das mit Rekorde vielleicht mal weglassen? Das schaffen sie vielleicht mal vom Start weg. Zweimal Full-Pull in der freien Klasse, 3,4 Tonnen bis jetzt.
Ich hab doch nichts zum Anlegen hier. Die geben nicht. Ja, mach doch nicht. Solange nicht abknackt. Ja, wie? Was? So leise? So wenig auf der Beerdigung? Oder? Und jetzt zeigt mir die Daumen. Start frei, ich bringe eine Flagge. Wird es gelingen? Da ist der Hund gegangen. Tja, da kommt nichts. Jetzt der Spirit auf Ekstase mit technischen Problemen. So schlecht, besser. Also keine Ekstase heute. In Ordnung. Da bist du wieder Hunger. Aber Leistung wollen wir sehen. Ein super Sound hat er schon, der Rolls-Royce-Griffin. Ist das der, nee, ne? Der. Mit dem Zuschauer? Nee. Scheiße, Mama, kommt er denn? Das wirst du schon hören, hört sich an wie auf dem Hörer. Hat er auch noch nicht angemeldet. Ja, und unser Bahnkommissar und unser Schiedsrichter, die gehen hier schon gleich. Der hat auch noch nicht angemeldet. Das ist noch nicht angemeldet, weil das zu schwer ist, die kleine Kette. Die wissen alle über den Leine, über den Ding her. Schweine und Michel auch. Nee. Wie wird denn der Versuch kommen? Ja, er muss natürlich in der richtigen Position vom Bremswagen stehen und er sucht sie sich jetzt. Der Faulschimmer muss sich wieder dann mit seinem Rolls-Royce-Griffen 2500 PS. Baujahr des Motors 1994. Und ja, eigentlich möchten wir von Ihnen hier jetzt mal wieder einen Full-Full sehen. Überhaupt nichts am Start. Vielleicht guckt der Gerhard mal zu auf 44, das ist das Baujahr des Motors. 37,6 Liter Hubraum. 2500 PS. Okay, er bald ist seine Wechseljahre. Voller Getriebe. Bitte und 270 Original, der ist aufgeladen mit
zwei Turboladern zu ca. 600 Wettdampf PS. Ja, und hier vorne noch einmal der junge Mann aus den Niederlanden, Paul Himmer, mit dem Alligator. Ein super Traktor, Rolls Royce, 2500 PS, voll zurecht gemacht. Power. Engine Power ist angesagt. Muss eigentlich hier wieder alles klar machen oder was? Daumen drücken. Wo die Feuer sind, das kriege ich nicht auf, weil da wohl fest ist. Wettbewerb der Stier. Oh, das ist nochmal von oben drauf. Das ist so wie in die Welt. Die grüne Flagge.